Liebe Schwestern und Brüder, die Sie zu Hause diesen Gottesdienst mitfeiern. Heute am Gründonnerstag beginnen wir das Triduum Paschale, die drei heiligen österlichen Tage. Vom heutigen Abend an bis Ostern durchbeten und durchleben wir das Heilsgeschehen unserer Erlösung. In der heiligen Liturgie nimmt uns Jesus mit auf seinen Weg durch das Leiden und den Tod hin zur Auferstehung, durch das Dunkel zum Licht. Heute feiern wir mit Christus, unserem Herrn, das letzte Abendmahl, die heilige Eucharistie, die er uns am Abend vor seinem Leiden hinterlassen hat. Aufgrund der aktuellen Umstände entfällt in diesem Jahr der Ritus der Fußwaschung. Ebenso wird es keine Sakramentsprozession am Ende der Liturgie geben. Mit Christus machen wir uns nun auf den Weg. Wir begleiten ihn in das Dunkel am Ölberg und harren schweigend und betend vor dem Geheimnis der Liebe Gottes aus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ganz besondere österliche Tage stehen uns heuer bevor. Im ganz kleinen Kreis feiern wir trotz allem. Wir feiern sozusagen gegen Corona, weil wir davon überzeugt sind, dass selbst wenn sich Corona wie eine giftige Schlange
durch den ganzen Globus schleicht, dass trotzdem diese Schlange den Kürzeren zieht. Das zeigt Jesus mit seinem Leiden und seinem Tod am Kreuz ebenso wie durch seine Auferstehung am Osterfest. Am heutigen Abend beginnen wir nun dieses Drama um Tod und Leben, um Leiden und Auferstehung. Alle heiße ich ganz herzlich willkommen in unserer Diözese Augsburg und, wie ich weiß, weit über die Grenzen von Bayerisch-Schwaben und Franken hinaus. Mit mir zusammen feiern heute stellvertretend Schwester Dr. Theresia Wittemann, die den Lektorendienst übernehmen wird. Für die Musik sind zuständig unser Domkapellmeister Herr Stefan Steinemann und unser Domkantor Herr Müller-Henneberg. Und mir zur Seite, auch als Diakon gekleidet, steht Christian Wild. Und er ist nicht nur als Diakon gekleidet, er ist auch geweiht. Und er ist auch unser sozusagen ständiger erster Diakon bei uns im Dom. Herzlich willkommen. Das Motto des Jesuitenordens lautet bis heute Deus semper major, Gott ist immer größer, und ad majorem Dei gloriam, zur größeren Ehre Gottes treten die Jesuiten an, und zur größeren Ehre Gottes leisten wir unsere kirchliche Mission auch in schwieriger Zeit. Erich Pschiwara, ein Philosoph, auch Jesuit des vergangenen Jahrhunderts, wandelt dieses Motto um, indem er sagt, Deus semper minor. Gott ist immer kleiner. Wir können noch so tief fallen. Gott ist noch immer drunter. Er ist Basis und Fundament. Er ist sozusagen der starke Arm, der hält, wie tief wir auch fallen mögen. Deus semper minor. Gott wird immer kleiner. Das war nicht nur damals in Jerusalem so, das spüren wir jetzt. Gott wird immer kleiner, verschwindend klein. Wir dürfen ihn weder hinaustragen, noch in die Breite leiblich in der Kommunion austeilen, aber er ist trotzdem da, der kleine, fast überhörbare, unsichtbare Gott. Aber er spricht zu uns in der Stille. Deus semper minor. Überhören wir seine Stimme in diesen Tagen nicht? Fragen wir uns in diesem österlichen Triduum, was Gott uns mit Corona sagen möchte, und kehren wir neu um zu ihm. Er ist es, der uns aus dem Schlamassel des Todes und der Sünde herausgezogen hat und uns mitnimmt in die große Prozession, die schließlich ins ewige Leben führt. Deus semper major werden wir dann erleben, Gott der immer Größere. Aber jetzt müssen wir durch, auch durch die Erfahrung des Deus semper minor. Gott wird immer kleiner. Rufen wir ihn, Jesus Christus, der sich schon in der Krippe klein gemacht hat, in unsere Mitte herab. Des neuen Bundes. Kyrie eleison. Du schenkst uns durch deinen Tod das Leben. Kyrie eleison. Du gibst uns
uns dein Fleisch und dein Blut zur Speise. Du rufst uns alle zu deinem Opfermahl. Herr Jesus, du bist der Diener aller. Du bist unser Herr und Meister. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Der Volksmund sagt, am Gründonnerstag fliegen die Glocken nach Rom. Ein schönes Wort, das uns heuer umso mehr verbindet mit unserem heiligen Vater Papst Franziskus, der auch im menschenleeren Petersdom heute im Lateran die Abendmahlsmesse schon gefeiert hat. Zum letzten Mal für 2 Tage erklingt auch die Orgel. Und so stimmen wir jetzt noch einmal mit vollen Kehlen an den Hymnus auf den Frieden. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut. Und auf diese Weise hat er das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus.
Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen. Eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pesach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat? Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen
und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen. Offen vor seinem ganzen Volk. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. So spricht der Herr, ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Ich bitte um den Segen, der Herr sei in deinem Herzen und auf deinen Lippen, damit du sein heiliges Evangelium in rechter Weise verkündest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid hier, o Herr. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nicht noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich,
wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde, wenn jemand spürt, dass seine Stunde kommt, um für immer Abschied zu nehmen, dann lässt er seine Familie und Freunde noch einmal zusammenrufen. Und in dieser Stunde versucht er, den Menschen seines Vertrauens in aller Dichte das mitzuteilen, was ihm selbst im Leben wichtig war und wesentlich. Die Stunde des Abschieds, eine Stunde des Dankes und der Wertschätzung, aber immer auch eine Stunde des Schmerzes und der Zerbrechlichkeit. Was bleibt zurück? Vielleicht ein wertvoller Gegenstand, ein Buch, ein Brief, ein Schmuckstück, ein Rosenkranz. Etwas, was dem Menschen lieb und teuer war. Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Wochen spüren wir, dass Normales nicht mehr geht und nicht trägt. Ein Bruder eines am Coronavirus verstorbenen Priesters sagte mir am Telefon, am schlimmsten war es, dass wir als Geschwister unseren Bruder nicht mehr beistehen konnten. Er musste seine letzte Wegstrecke alleine gehen. Kein letztes Wort, kein fester Händedruck, kein Testament. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Heute ist sie gekommen, seine Stunde im Abendmahlsaal. Und wir sind es, die jetzt mit dem Herrn beisammen sind. Als seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater heimzukehren, schreibt Johannes, hinterließ er seinen Freunden sein Testament. Jesu Freunde, das sind wir oder sollen es sein. Ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Mägde, ich nenne euch Freunde. Die heutige Stunde, eine Stunde des Abschieds. Kein Abschied mit leeren Händen, ein Abschied mit vollen Herzen, die Stunde der Testamentseröffnung. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Auftrag Jesu hallt auch heute wieder hier in der kleinen Kapelle des Bischofshauses, aber geht hinaus in unser ganzes Bistum, selbst wenn wir darauf verzichten müssen, leibhaft zu kommunizieren. Senioren, die zum Teil Krieg, Vertreibung und Flucht miterlebt haben, erzählen mir, wie sie oft monatelang damals auf eine heilige Messe verzichten mussten und sie trotzdem Kraft und Trost schöpften aus der frohen Botschaft. Da kann ich nur den Hut ziehen, Chapeau. Heute Abend wird das Neue Testament eröffnet und ich versichere Ihnen,
Keiner wird leer ausgehen. Jede und jeder ist zum Erben bestellt. Aber Jesu Testament fordert mutige Erben. Keine Nachlassverwalter, sondern Zukunftsbereiter. Wie ist das zu verstehen? Wir haben eben das Evangelium von der Fußwaschung gehört. Es war damals Sklavendienst, dem anderen die Füße zu waschen. Und Jesus hat den Mut, diese Ordnung umzukehren, dass sich Beugen zum Sklavendienst des Herrn ist Zeichen seiner Freiheit. Und dies ist das Erste in Jesu Testament, Mut zum Dienen. Wie stehst du zu ihr oder ihm? So fragen wir einander. Und dabei spielen die Positionen eine wichtige Rolle. Wo stehst du? Höher, tiefer. Das merke ich auch jetzt als neu ernannter Bischof, der ich auch mich um Personalangelegenheiten kümmern muss. Oder stehen wir auf gleicher Ebene? Bist du Kaplan oder Pfarrer, Professor oder Domkapitular, Monsignore oder gar Prälat, Bischof oder Kardinal? Und Ähnliches können wir auch, ich zwinkere zur Schwester hinüber, in unseren Klosterhierarchien fragen. Die Frage lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Wir tragen beim kleinsten Titel nicht nur den Kopf hoch, sondern auch die Nase. Und Hochnäsige waschen den anderen lieber den Kopf als die Füße. Jesus hatte Mut zum Dienen. Er ist heruntergestiegen auf die unterste Stufe. Er bückt sich tief nach unten, tiefer noch als die Jünger stehen oder sitzen. Es ist die Liebe Gottes, die das tut. Die Liebe lässt sich nicht gnädig herab, sie ist schon unten. Wohlgemerkt, es geht um nackte Füße, nicht etwa um das feine Schuhwerk. Schuhe putzen, das ist schon allerhand. Wer lässt sich schon gern zum Stiefelputzer degradieren? Aber hier sind es nicht nur die Schuhe, sondern die Füße, mit denen wir auf der Erde stehen, die dreckig sind und oft stinken. Man muss sich bücken, wenn man sie waschen will, sehr, sehr tief bis zum Boden. Das ist peinlich, das fällt aus dem Rahmen. Jesus ist nicht auf dem ersten, sondern auf dem letzten Platz und das nicht nur auf Zeit. Nicht nur in der Liturgie, wir müssen heute auf diese schöne liturgische Feier verzichten, der Fußwaschung. Aber es geht um Fußwaschung auf Lebenszeit. Der letzte Platz ist Jesu Platz auf Lebenszeit. Jesus lässt das Unterste und Niedrigste nicht unerledigt. Er ist sich für nichts zu schade. Sein Mut zum Dienst geht bis ans Kreuz. Danke allen, liebe Schwestern und Brüder, die sich mühen, diesen Dienstweg Jesu nachzugehen. Durch ihren Dienst bauen und tragen sie die soziale und kirchliche Gemeinschaft. In dieser Krise, die wir gerade durchleiden, wird das sichtbar. Wer bei den Kranken, Leidenden und Sterben ist, der geht den Dienstweg Jesu. Und dabei geht es nicht mehr nur um eine wertvolle Sache, nicht um die Sache Jesu, die Begeisterte braucht, es geht um Jesus selbst als Person. In seinem Testament gibt er ja nicht nur etwas von sich her, ein Andenken oder ein gutes Wort. Jesus setzt sich selbst aufs Spiel in unseren Händen. Wir haben Jesus in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Brot, mein Leib für euch,
Das ist der neue Bund in meinem Blut. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Sich hingeben an einen Menschen, mehr noch an Gott, wie leicht ist das dahingesagt in guten Zeiten. Wie schnell reden wir von der Freundschaft Jesu, aus der dann der Auftrag erwächst, Jünger zu machen, wie wir das in kirchlichen Kreisen bisweilen hören können. Aber eigentlich machen wir keine Jünger. Ein Jünger Jesu ist nicht unser Produkt. Jesus ist es, der in seinen Freundeskreis in die Jüngerschaft ruft. Das Einzige, was wir dabei tun können, ist, Jesus beim Rufen helfen, dazu beitragen, dass die Menschen ihre Antennen neu ausfahren, um Jesu Ruf besser und aufmerksamer zu hören und ihm zu folgen. Das ist die Chance auch in dieser Zeit. Denn diese Zeit, sie ruft uns zur Stille und zur Ruhe. Sie zwingt uns, nach innen zu gehen. Noch etwas gehört zur Stunde Jesu in sein Testament. Vom Abendmahlsaal führt der Weg zum Ölberg. Gethsemane im Aramäischen heißt übersetzt die Ölpresse. In Gethsemane steht Jesus am Ort der Kelter. Dort ringt er mit seinem Vater, was denn dessen Wille sei. Jesus kommt ins Schwitzen, wie wir, wenn wir an unsere Ölbergstunden denken. Vater, rette mich aus dieser Stunde. In Gethsemane ereignet sich noch etwas. Jesu Stunde wird zur Stunde der Kirche. Und gerade als ihre Stunde kommt, was tut die Kirche? Die Kirche schläft ein. Petrus der Erste, das Amt. Johannes der Nächste, der Lieblingsjünger. Und Jakobus der Treue, der sich so sehr darum mühte, dass die jüdische Tradition bei den Christen gewahrt blieb. Die Kirche der ersten Stunde ist eingeschlafen. Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Der Herr soll uns nicht schlafend treffen. Auch heute unter diesen besonderen Umständen wollen wir mit ihm wachen und beten. Und es wäre schön, wenn sich der eine oder andere von Ihnen noch ein wenig Zeit nehmen könnte, um zu bleiben, um wachend bei ihm zu sein, einfach da zu sein mit ihm und für ihn als Zeichen der Treue. Das kann man übrigens auch im Wohnzimmer oder im Herrgottswinkel tun, daheim in den eigenen vier Wänden. Viele tragen einen Ring der Treue, schauen Sie mal auf Ihre Hand, einen Ehering oder Professring, manche einen Bischofsring, vielleicht auch ich irgendwann einmal, noch habe ich ihn nicht. Es ist bezeichnend, dass die italienische Sprache dasselbe Wort gebraucht für den Ring der Treue und den Glauben. Die Italiener sagen für den Ehering und für den Glauben La Fede. Das schlägt die Brücke zu einem eindrucksvollen Symbol göttlicher und menschlicher Treue, das der Künstler Egino Weinert einst geschaffen hat. Aus 200 Professringen verstorbener Ordensschwester gestaltete der Künstler eine kleine Monstranz. Und jeder einzelne Ring ist ein Hinweis auf das lebenslange Bemühen eines Menschen, Christus treu zu sein und ihm zu folgen, auch in Talsohlen und Krisen. Und jeder einzelne Ring weist auch hin auf die Nahrung dieser Treue, das Brot des Lebens, Jesus Christus selbst,
der den Mut hatte, sich nach seinem Testament ganz hinzugeben am Kreuz. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein Zeichen für diese Hingabe können auch wir setzen, selbst wenn wir damit leben müssen, momentan nur geistig zu kommunizieren. Es geht nicht nur um das Schaugefäß aus Edelstein und Gold, das die Hostie birgt. Es geht darum, dass unser ganzes Leben, unsere Existenz immer mehr zu einer Monstranz wird dafür, dass Jesus in unserer Welt gegenwärtig wird und diese Christinnen und Christen als Monstranz Jesu Christi nicht nur in der Hostie präsent. Das braucht die Welt. Das sind wir einer Gesellschaft schuldig, die meint, leben zu können, als ob es Gott nicht braucht. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus uns an diesem Abend, jetzt in dieser Stunde, die seine Stunde ist. Die Stunde des Testaments, seine Stunde für uns. Machen wir unser Herz weit, damit es auch unsere Stunde wird für ihn. Amen. Jesus Christus, du hinterlässt uns dein Testament. Es besteht darin, Mut zu haben, zu dienen, aber auch Kraft aufzubringen, dass wir uns dir ganz hingeben. Dich bitten wir. Für die Gemeinschaft der Christen, die heute mit uns in aller Welt das Gedächtnis an das letzte Abendmahl begehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Regierenden, denen die Sorge um Frieden und Gerechtigkeit anvertraut ist und die das Schicksal ganzer Völker in ihren Händen haben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Menschen, die sich vom Gebot der Nächstenliebe inspirieren lassen und Güte und Hilfsbereitschaft in ihrem Leben versuchen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde nach Befreiung ausstrecken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die besonders jetzt unter dem Joch einer schweren Krankheit leiden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, die in der Hoffnung auf die Fülle des Lebens und der Liebe in deiner Gegenwart aus dieser Welt geschieden sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Treuer Gott, wir danken dir, dass du dir jetzt in Jesus Christus unsere Bitten angehört hast und dass du sie erhören wirst, wenn sie deinem Willen entsprechen. Amen. Ein letzter Abend. Nahm Jesus in den Saal.
Lasset uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe bringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den hochheiligen Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat, in seinem Testament. Wir gedenken deiner heiligen und ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Kosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Wir bringen sie dar am Tag, an dem unser Herr Jesus Christus seinen Jüngern aufgetragen hat, die Geheimnisse seines Leibes und Blutes zu feiern. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend, bevor er für unser Heil und das Heil aller Menschen das Leiden auf sich nahm, das ist heute, nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnisse
Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Melchisedek, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort alle diese guten Gaben. Du gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht
das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu Jesu Testament gehört auch sein Wort: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Als seine Testamentvollstrecker sind wir hier in der Pflicht und deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Schauen wir uns in die Augen, schenken wir uns einen Augenblick von Frieden und Versöhnung. Christe, du Lamm Gottes, dir du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, dir du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So oft ihr dieses Brot isst und aus diesem Kelch trinkt, tut es zum Gedenken an mich, spricht der Herr. Wir beten zu Christus im allerheiligsten Altarsakrament. Herr Jesus Christus, bleibe bei uns als das Licht in unserer Finsternis, als die Macht in unserer Ohnmacht, als das Leben in unserem Tod.
als der Trost in unserem Leid, als die Kraft in unseren Versuchungen, als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit, als die Hoffnung in unserem Sterben, als das Leben unseres Lebens. Amen. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Congregavit nos in Christi amor. Exultimus et in ipsu iucundimur. Timiamus et amimus Deum vivum. Et ex corde Lasset uns beten. Allmächtiger Gott,
Du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Adoramus Deo Christus.